Natürlich halt direkt vor der Aufnahme erstmal nochmal gefühlt einen Liter Cola getrunken. Und damit sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paper Mario. Wir haben das letzte Mal die staubtrockenen Ruinen tatsächlich in unter 10 Minuten abgeschlossen. Beziehungsweise... Ja doch, die staubtrockenen Ruinen haben wir in unter 10 Minuten abgeschlossen. Danach kam nochmal, die Peachy Story. Und jetzt wollte ich noch, so eine Scheiße. Ein Power Dots, ja, den kann ich kaufen. Dann nehme ich mir einen Bandit. Ach, wenn ich keinen Schaden erleide, dann wird mir auch keine Münze geklaut. Das ist schön. Und weg mit dir. Au. Ah, jetzt kann ich mal gucken. Ah ne, Wiegenlied kostet auch nur einen. Ich dachte, Wiegenlied kostet zwei. Wir machen uns jetzt nämlich erstmal auf die Suche nach dem blauen Kaktus. Ich weiß gerade nämlich nicht mehr, wo der ist. Wo fegst du mich hin? Zu einem anderen Sturm. Ist doch ein anderer, oder? Scheiße, da wollte ich nicht rein gerade eigentlich. Uiuiui, ich bin hier am Pokéfeld. Komm her, du Arschloch. Okay, ich bin am nördlichen Rand der Wüste. Wow. Hat man gesehen, weil oben keine Levelgrenze war. Gut, ist hier der eine Bereich mit dem... Nee, das war nicht der Bereich mit dem Sturm. Ah, hier sind wir, okay. Und da oben haben wir einen hübschen Orden, an dem wir so an sich nicht rankommen, für den wir aber den blauen Kaktus brauchen. Ah, dafür brauchen wir dann noch eine andere Fähigkeit für diesen Block dort. Das hat was mit unseren Schuhen zu tun. Oh, nein, 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 nein. Oh, da ist eine Münze drin, shit. Aber shit auf Münzen, ey. Lass mir die Pokés mit abhängen. Das ist ein Sturm. Da ist der blaue Kaktus, alles klar. Wusch. Der Wirbelwindorden. Schwächere Gegner werden durch einen Wirbelschlag besiegt. Das sind... Also ich glaube, ich kann dann eben mit dem Wirbel hier in den Gegner reinwirbeln. Und dann fallen die instant um. Items. Ich will tatsächlich mal die Briefe ausliefern. Habe ich einmal gemacht. Merlon, Morty in Koperheim und Gumbafurt. Alles klar. Ich
Gibt leider noch kein... Ach, so eine Scheiße. Ah, sind wir hier im Norden gelandet oder im Süden? Ah, im Norden, okay. Sind ja auch zum Glück nicht so weit weg gelandet. Er ist bloß weg von dem Sturm. Na. Uäh. Ich will das nicht. Nein. So, Colorado. Ach, was für ein Jammer. Noch immer nicht der Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst. Es sieht aus wie... Nun, es sieht sehr wichtig aus. Trügen mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte. Würdest du es mir überlassen? Ein Hoch auf Mario! Umwerfend, alter Junge! Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, das hast du. Da hast du. So. Nun hast auch du den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Ah, ja. Nicht ganz dicht. So. Und dann speichern. Damit sind wir soweit durch die Wüste durch. Und jetzt müssen wir halt wieder den Klippenberg hoch. Und wieder runter. Auf der anderen Seite. Ja, da war früher der Pleitegeier. Nope. Kirk, du nervst mich nicht. Und dran vorbei. Mhm. Ne. Nope. Ja, ich speichere in jedem Speicherblock, den ich finde. Lasst mich. Hier runter geht's zu... Zu Waka. Aber den verhauen wir ja nicht. Ein Wacker ist süß. Jetzt haben wir auch gleich noch einen Speicherblock, oder? Ne, hier ist der Herzblock. Da muss ich aber nicht gegenspringen, weil ich jetzt noch nicht gekämpft habe. Oh, wait. Was gibt's hier? Ein Sternsplitter, oder? Nee. Aber schon gebe ich gleich mal eine eigene Spucke. Oh, unangenehm. Paracarry wird jetzt mal gelevelt. Wurde in den Super-Rang aufgestuft. Oh, ich habe mein Mikrofon falsch eingestellt, so. Nachdem ich ja immer auf dem zweiten Monitor spiele, sitze ich ja so ein bisschen schief. Da muss ich immer das Mikrofon ein bisschen anpassen, dass ich da in die richtige Seite reinspreche. Nicht oben über den Popschutz drüber, das ist unangenehm für die Augen. Ja, hier der Trockenpilz kommt in eine Tonne. Guten Tag, mein Herr. Dieser Zug fährt nach Toadtown. Wollen Sie einsteigen? Yo. Wie haben die hier gewendet? Achtung, der Zug nach Toadtown fährt nun ab. Hui. Komm
wir fahren mit der Eisenbahn. Ich könnte es überspringen, will ich aber nicht. Ich überlege gerade, wie die es machen mit dem Zug umdrehen, tatsächlich. Muss ich gleich mal drauf achten. Ich meine, wenn ich ihn gleich anquatsche, dass ich zurückfahren will, wäre doof, weil geht ja nicht. Der Zug steht ja in die falsche Richtung. Toe Town! Bis zur nächsten Abfahrt bleibt noch ein wenig Zeit. Kommen bald wieder zurück. Ah, okay, so machen die das. Ich hab jetzt Geld. Blop. Wie viele Sternsplit haben wir? Muss ich gleich mal nachsehen. Ein geflecktes. Was sagst du? Oh, das ist ein Pilzgrunzolith. Das sind die niedlichsten. Okay. Ja, genau. Ich hatte gerade mal wieder überlegt, wo die Knospis sind. Gerade eben ist mir ein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Nope. Nein, du musst ihn aber gesehen haben. Da drüben! Na, andere Seite! Er ist im Wald verschwunden! Mario, diese Franze muss enden. Würdest du bitte bald nach dem Rechten sehen? Eigentlich wäre es ja mein Job, aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe zu viel Angst vor Geistern. Bitte, ich bitte dich. Ein Augenblick. Und zuvor. But first, let me hammer the blocks. Blooper! Das hier ist ein spezieller Blooper. Das ist Zap Blooper. Könnt ihr euch vorstellen, was der kann? Panzer, ich begrüße Sie. Der holt ein bisschen rein. Powered aus. Ich bin mit den Powered aus leider nicht so gut. Und jetzt kann ich als Mario nicht mehr angreifen, weil er sich gesappt hat. Also, er ist jetzt elektrisch geladen. Das tut mir weh. Paracarry kann halt noch angreifen mit seinem Panzerwurf. Dadurch verliert er seinen Zap. Power-Hüpfer. Luftangriff. Wieder Erfrischung.
Und Panzerwurf. Ich versuche nochmal mit dem Power Dots. Ach, ich bin so unfähig. Ich mag den Power Dots. Und das war's mit Sandblooper. Und hier ist auch ein Steinblock, aber wir nutzen erstmal diesen hier. Bibbidi Bobbidi Busch. Wo kommen wir raus? Ein Gumbafurt. Und ich glaube, an Gummama muss ich den Brief ausliefern. Oh, was für eine Freude, Mario. Ist mein Gumbario auch keine Last für dich? Manchmal kann er wirklich eine Plage sein, deswegen dachte ich... Dann Gumma. Ich habe ein ungutes Gefühl in den Knochen. Böse Dinge brauchen sich zusammen. Ich wünschte, alle würden einfach nur in Frieden zusammenleben. Wait. Gumpapa. Falscher Gumba. Hallöchen, Mario. Wie geht's dir? Du bist Gumpapa, stimmt's? Mein Name ist Para Carey. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Einen Moment, bitte. Hey, danke. Sehr verbunden, Herr Postoberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh, es tut mir leid, dich mit Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief anvertrauen? Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bring ihn doch zu einem Toad namens Mufti. Er hängt irgendwo in der Nähe des Palastgartens herum. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Kann ich das eigentlich mit dem Hammer jetzt schon machen? Ne, funktioniert nicht. Okay. Ah, dann ging es wahrscheinlich nur in Paper Mario 2. Ihr werdet später mal sehen, was ich da gerade probiert habe. So, das hier ist dann Koopaheim. Und hier muss ich unter anderem an den Koopa was liefern, aber hier ist der alte Tatterkreis. Willkommen, junger Freund. Ich bin der Dorfälteste von Koopaheim. Man nennt mich Mekopalem. Sag, würde es mir wohl einen Gefallen tun? Oh, wie überaus freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund. Normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber vielleicht nur ein kleines Buch Legenden bei Colorado für mich ausleihen. Wenn du seine Frau fragst, wird sie es dir sicher geben. Wenn es dir nicht zu viel Stress bereitet, dann bitte ich dich gleich zu ihr zu gehen. Versprochen, junger Freund. Ja. Wir sind jetzt übrigens ein bisschen am Nebenquesten gerade, ne? Bis ich in den Nimmernimmerwald abhaue, dauert es vielleicht noch ein, zwei Folgen. Morty in Kummen. Wait, da ist ein Sternsplitter. Ich werde bei dem Koopa übrigens nicht jedes Mal den Dialog vorlesen. Ne? So, ich hole mir mal das Buch bei seiner Frau ab. Oh, du wirst es nicht glauben. Mein Mann ist plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Und schon ist er wieder weg, um wieder irgendwas zu suchen. Dieser Koopa bringt mich noch zur Raserei. Boy, kann ich etwas für dich tun? Du führst doch einen Auftrag für den Dorfältesten aus. Ja, Legenden. Ja, mein Mann hat so einen. Ich darf es dir ausleihen. Lass dich von dem alten Kettacker nur nicht zu sehr einspannen, Mario. Er ist bekannt dafür. Außerdem ist er ein wenig ungeduldig. Aber egal. Warte bitte einen Moment. Ich werde es mal im Bücherregal meines Mannes stöbern.
Ich hab's. Meintest du dieses Buch? Nimm es ruhig. Es lag hinter ihm im Regal. Legenden. Komisch. Dieses Buch, es ist voller Bilder von Panzern und Übungen. Härtere Panzer in 30 Tagen? Ja. Oh, ich sehe gerade auf die Zeit und sehe, es ist soweit. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.